Die Wohnung war mehr als kunterbunt. Das Brokatsofa, die Spitzengardinen, Stoffblumengestecke und Goldlampenschirme, die Heiligen- und Ahnenbilder sowie der moosgrüne Kacheltisch bildeten ein Mamm-Universum, das sich stündlich zu verdichten schien. Die Mehlbüchse, margaritenbekränzt, stellte den einzigen liebenswerten Gegenstand dar. Verloren in ihrer himmelblauen Unschuld schien sie sich jedoch zwischen den neuen Sachen zu schämen, war sie doch nur ein Überbleibsel aus der Großmutterzeit. Sicher war sie damals schon verlegen gewesen, allerdings wegen ihrer hübschen Verzierungen. Mona bewohnte ein eigenes Zimmer, doch der Schrank war voller Muttersachen. Angefangene Strickteile drosselten lange Fäden um Kleidungsstücke. Dazwischen stachen Modeschmuckbroschen mit Nadeln in die Glieder hoffnungslos verzwirbelter Halsketten. Ein Aktenordner mit losen Kontoauszügen, Kochrezepten und Beipackzetteln klemmte dazwischen. Die Bibel als Taschenbuchausgabe. Ein Schirm in Flieder hielt den ganzen Wust verkeilt. Im Bad wiederum kontrastierte der Wölkchen-Frottee-Vorleger böse zum gelben Duschvorhang. Auch hier Flieder in Form von Raumspray. Inmitten des Sammelsuriums an Locken, Wicklern und Stielkämmen hing manchmal ein Haarnetz unterm Waschbecken, auf Berührungen lauernd, rieb es sich unerwartet am Bein und war überall. Es kam immer wieder. Selbst aus dem Müll kehrte es zurück und kroch aus einem Fliegenpilz-Kinderhandtuch hervor. Sammeltassen mit Goldrand protzten im Wohnzimmerschrank hinter Butzenscheiben. Ein silbernes Tischkehrset lag griffbereit. In der Küche umrahmte ein überdimensionaler Holzrosenkranz mit Sisalkordel den Gobelin von Neuschwanstein und die Stühle waren mit Sonnenuntergangsknüpfkissen belegt. Monas Schreibtisch beinhaltete eine versenkbare Nähmaschine. Denn Mam wollte irgendwann alles selbst nähen, um Geld zu sparen. Dieser Metallfötus im Bauch des Schreibtisches war jedoch tot. Durch ein Loch für das Kabel an der Unterseite konnte man ihn kopfstehen sehen und mit ihm reden. Mona redete oft in das Loch. Dort war die finsterste Finsternis, die sie kannte. Darin lagen Trost und Schwärze.